So. Pokémon. Beim letzten Mal hat uns Svenja vernichtet. Zweimal. Bis wir dann doch mal ein bisschen Glück hatten und Kyogre ins Team bekommen haben. Dann hat es auch geklappt. Also wir haben unsere zwei Continues schon verbraten. Das Spiel ist jetzt auch in 60 FPS. Ich weiß es nicht, ob das in 60 FPS übertragen wird. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. I don't know. So. Ich habe wieder ein kleines bisschen trainiert. Haha. Und ein paar Pokémon gefangen. Ich weiß jetzt nur spontan nicht. Ich finde, die Box sieht übrigens wunderbar aus. Ich habe jeden schon mal bis 5 gefangen. Und zwar, wir hatten ursprünglich... Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ale 2 und Stella 2 sind uns... Oder irgendwelche zwei Pokémon, ich weiß nicht mehr, welche genau es waren, sind uns eigentlich nicht draufgegangen. Aber... Dadurch, dass ich im letzten Kampf doch zwei Pokémon verloren habe, habe ich die dann quasi dafür abgelegt. Also, wir haben aktuell, einfach nochmal zusammen, alle drei Stella 3. Der Rest ist bei 4. Wenn ich mal so durchgucke, Gracie, Kai, Leo, Eve, Ale, Stella und Melly. Alex ist nämlich Nummer 4 auch schon draufgegangen. Also, Alex hält aktuell den Rekord hier. Wo ist er denn? Da. Und theoretisch haben wir jeden nochmal 5. Und der hält einfach nur den Meisterball fest. Das war übrigens mal unser Formeo. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal für diesen Stream reichen wird. Ansonsten müssen wir noch mehr neue Pokémon fangen. Und jetzt müssen wir sowieso erstmal durchkommen. So. Unser nächstes Ziel ist die Tiefseehöhle. Nee, Moment, gar nicht. Das Institut hier oben. Da müssen wir nämlich noch Troy ein bisschen helfen. Die Sache ist, es ist halt am einfachsten, einfach Carpador zu fangen, weil es sich am einfachsten fangen lässt. It's a White Rock. So, hi. Prügeln wir die eben mal schnell weg. Ich habe jetzt Pokémon bis... Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss gleich nochmal nachgucken, bis wohin ich gefangen habe. Oh, Level 32 nur. Und dann? Oh, ein Enteron. Nice. Nein. Stella, kannst du das besser? Immerhin Waterpuls. Yikes. Der Rest des Teams. Wie gesagt, ich guck. Wobei, ne, ich sehe es ja gar nicht. Wie viel habe ich jetzt gefangen? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, bis Segrasulp. Aber ich zähle gleich nochmal durch. Ja, der Blick von Alabis ist super so. Oh, hi! Man nennt mich Alabis. Ob es Leute, die das Alabis ausgesprochen haben, gibt? Ja, Alabis sage ich ja. Ja, gut. Bei mir ist so eine halbe Lücke irgendwo. Hm. Nicht so ganz das richtige Pokémon. Nicht so ganz das richtige Team, wenn ich mir das so angucke. Du? Leo! Ich hoffe, du hast eine gute Normalattacke. Pack die Euter aus. Hättest du noch mal auf jeder Route was gefangen? Ja. Aber ich war ein bisschen zu faul dafür. Da, Stomp. Stomp ist gut. Stomp ist One-Hit. Wow.
Wenn ich mal überlege, ich habe jetzt ja von jedem 5 Pokémon. Das heißt, bei 8 Leuten sind das 40 Encounter. Gehen wir mal schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im Wald, 8, 9. Dann hier 10, 11, 12, die Höhle 13, 14, 15, 16, 17, 18. Die hatten wir schon. 19. Dann haben wir hier erstmal eine ganze Menge gefangen, glaube ich. 20, 21, 22. Ich bin im Wüstenturm noch gar nicht drin, ne? Aber theoretisch dafür auch 23, 24, 25, Meteorfälle 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ah, da habe ich doch noch ein paar Wasserrouten noch mit drin gehabt. Die Musik läuft nebenbei im Hintergrund, die ist auch ganz nett. So, 34 wäre es bis Seegrassulp. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Das heißt, 1 haben wir noch, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1 da 8. Okay, theoretisch dürften wir jeden noch bis 6 hochfangen. Das heißt, theoretisch dürfen wir noch 8 Pokémon fangen. Wenn ich jetzt irgendwo einen übersehen habe oder zu viel oder zu wenig gerechnet habe, belassen wir es dabei. Das sieht schon geil aus, der Jan Watt mit der Mütze. Hatten wir dich nicht eben schon mal? Oh, der Double Bin. Moment. Warum ist das Ding Level 26? Ich habe jetzt, glaube ich, den feurigen Pfad zum Beispiel nicht mitgerechnet. Aber wie gesagt. Wir sagen einfach, ich darf jeden noch einmal fangen. Und dann passt das. Aber ich glaube, dann haben wir wirklich genug. Ich hoffe einfach, dass es gar nicht erst dazu kommen wird. So, was habe ich denn noch so mit dabei? Kannst du angreifen? Nein. Du kannst aber einen Self-Destructen. Ein Eisbeam. Den nehme ich. Das wird sowieso noch ein Spaß bei der Pokémon-Liga, wenn wir bis dahin kommen. Da wir da 5 Kämpfe am Stück machen müssen. Da müssen wir eh noch überlegen, wie wir das denn machen. Ich hatte mir überlegt, eventuell als Zusatzregel zu nehmen, dass jeder zweimal darf. Also sprich, wenn die trotzdem, wenn die einmal draufgehen, dürfen die noch ein zweites Mal kämpfen im nächsten Kampf. Weil ich glaube, komplett mit nur 6 Pokémon... Wie viele haben die denn? Die haben 5 jeweils und der Champ hat 6, macht 26 Pokémon. Mit 5 gerandomizten Pokémon 26 Pokémon zu besiegen, yikes. Könnte schwierig werden. Deswegen brauche ich mal eure Meinung. Wie seht ihr die Idee, dass jeder potenziell 2 Versuche haben darf? Danke, dass ich durch darf. Oh, hi. Ja, Eevee, beautiful. Wenn wir überhaupt bis dahin kommen. Wer weiß, ob uns davor noch irgendwie irgendwas zerstören will. Was haben wir denn so jetzt an schweren Sachen noch? Wir haben jetzt hier, gut, eben mal schnell die Magma. Wobei, gleich kommt noch ein Doppelkampf. Wir haben zur Not Troyer auf unserer Seite. Dann kommt die Tiefseehöhle mit Adrian. Ist vielleicht auch noch okay.
Schön, dass Ali immer mit seinem Bedroher kontern muss, wenn ein Pokémon mit Bedroher kommt. Denkt sie auch so, wie ich werde bedroht. Ich bedrohe zurück, hallo? Wow! Geil! Wir haben Min und Plusle im Team. Das ist das Problem, wir können halt in der Liga nicht mehr raus, um Leichen auszuwechseln. Okay. Ali muss wohl kämpfen. Dann darf Ali kämpfen. Oder auch nicht. Dann darf Gracie kämpfen. Mit ihrem Donner. Er wollte es so. Achso, er hat auch nur das eine gehabt. Also, Tiefseehöhle, Adrian. Dann Story, in dem wir Rayquaza hinterherlaufen müssen und Rayquaza muss Babysitter spielen. Dann die 8. Arena. Nice. Jo. Die 8. Arena könnte natürlich nochmal knackig werden. Dann geht's in die Siegesstraße. Da könnten natürlich ein paar böse Trainer auf uns warten, plus Heiko. Joa. Ja, und dann die Siegesstraße. Also theoretisch noch 4 Bosskämpfe und 2 Gebiete. Jo. So, lasst mich durch. Ich bin Trainer. Hi. Hi. Mal schauen, vielleicht schaffen wir auch heute direkt alles. Ich könnte es mir vorstellen, dass das alles passen wird. Ah, ich darf mir sogar auch nur ein paar aussuchen. Okay. Dann würde ich sagen, Gracie, Stella und Leo. Let's go. Ich hoffe, die werden gleich nochmal geändert. Das ist, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich darf nur 3 Pokémon verwenden, ist das schon echt nicht nett. Vor allem, wenn er mit Level 42 ankommt. Yikes. Ich würde sagen... Wait. Seine sind auch gerandomized. Alter. Okay. Das könnte ein Spaß werden. Autsch. Trey hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Vielleicht haben wir ja Glück und er trifft einfach nicht. Oder macht Amnesie, das ist auch in Ordnung. Ja, Trey so. Jan, was hast du gemacht? Ich war's nicht, Svenja war's. Oh shit. No, swagger nicht mich an! Ich bin der Haupt-Damage-Dealer hier. Oh, never mind. Das war auch guter Damage. Ich hab nichts gesagt. No! Bring doch kein Flug-Pokémon rein. Oh, shit. Oh, never mind. Wobei, eine Flugattacke könnte kommen. Holen wir mal kurz Leo rein. Die ist gerade im Moment sogar gar nicht mal so blöd. Ist das ein Shiny? Ne, sieht einfach nur so ein bisschen hell aus. Dunkel, wie auch immer. Oh, nice. No.
Okay. Wenn der jetzt trifft, das tut echt weh mit seinem Fuchtler. Wenn der jetzt trifft, ne? War schon witzig von mir, ne? Wird manchmal so ein lustiger Bolt. Hat nicht gereicht. Ja, die Namen stehen auch einfach falsch da. Ist auch super. Rockslide. Sehr schön. Wenn wir den einen schon mal wegkriegen, wäre das schon mal echt gut. Problem ist, was mache ich denn gegen einen Karmarupt? Hey, immerhin ist jetzt der Swagger wieder ausgeglichen. Wow, er wollte Scary Face verwenden. Was war das jetzt gerade? Taunts, Scary Face, Scary Face. The fuck? So. Schön, dass ihr das Gesteins-Pokémon mit normalen Attacken angreift. Finde ich gut. No! Ich wollte gleich noch heilen, bevor ich das Mighty Yena da wegknall gleich. Und ich wollte ein Lightscreen aufsetzen. Metang, bitte. Also, Pseudo-Metang. Ja, jetzt haben wir schon fast gedacht, dass jetzt Kamerupt reinkommt. Wenn der gleich mal kein Erdbeben rausballert. Wie gut ist deine Verteidigung? Warum ist die Verteidigung so hoch? Okay. Also wenn wir jetzt Glück haben und vielleicht irgendwie ein Erdbeben oder so kommt, dann könnte das funktionieren. Was machst du jetzt? Trash. Thrash. Nicht Trash. Okay, Amnesie. Problem ist, ich glaube, ich brauche auch gar nicht erst zu heilen. Weil wenn eine Feuerattacke kommt, bin ich eh weg. Oha! Metang ist nicht mehr verwirrt. Oh? No! Mach keinen Takedown. No! Warum hat das so viel Schaden gemacht? Beim letzten Mal lief das so gut. Mann, ey. Das wäre so cool gewesen. Jetzt noch ein Golbat oder so? Crowbat. Ich habe gehört, das paralysiert. Das krittert. Aber leider keine Paralyse. Dann hole ich sicherheitshalber wieder Leo rein, falls jetzt Flugattacken kommt. Gut, dass ich ausgewechselt habe. Ich finde es aber echt super, wie selten sich einfach Pupita selbst verletzt hat. Jo, pack deinen Crit wieder ein. Man merkt halt, Troy ist immer noch eine KI. Er trifft einfach. Was aber nicht ausreicht. Metang? Nein. Dann heile ich jetzt erstmal sicherheitshalber. Wobei, da reicht auch ein normaler Trank. Also, super Trank. Wobei, nee, ich kann den letzten Soda-Pop endlich verwenden. Weil Treffen ja auch langweilig wäre. So. Also wir haben es mit leider einem Opfer dann aber doch geschafft. Hätte ich mit dem Team jetzt ehrlich gesagt nicht mal mit gerechnet.
Wenn ich bedenke, dass ich ein Ninkada aktiv verwendet habe und das sogar was geschafft hat. Respekt dafür. Und Respekt an das Pupitar von ihm. Das hat echt gut reingehauen. Alleine der Fuchtler. Nur leider hatte Grace ja ein zu starkes Handicap, um diesen Kampf zu schaffen. Mit, naja, einem Ninkada. Aber gut. Es ist ein Metagen. Es war ein getarntes Metagen. Mit was fuchtelt Pupitar? Mit seinem gesamten Körper. So, und dafür kommt jetzt Melly. Haben wir Melly? Nee. Ich glaube, ich muss jetzt mal mehr als Ali und Stella einsetzen, damit die endlich mal drauf gehen, damit ich auch die Nummer 4 verwenden kann. Im Idealfall gehen die aber nicht drauf. So. Da kriegen wir jetzt endlich unseren Taucher. Und passenderweise haben wir auch einen Walmer im Team. Das heißt, wir können tauchen und surfen. Ich darf nur keine wilden Pokémon mehr treffen. Sonst wird's ein Problem. Keine wilden Pokémon und keine Kämpfer auf dem Wasser. Dementsprechend müssen wir uns gleich einfach ganz vorsichtig an jedem Trainer vorbeischleichen. Sonst dürfen wir gleich ein bisschen rumsuchen, bis wir mal wieder ein Pokémon kriegen, was tauchen kann. So. Dann auf zur Tiefseehöhle. Interessant, wenn ich einfach geradeaus runter surfe, kommt einfach nichts. Kein einziger Trainer. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. No, Brandon, lass mich. Baka, danke für 39 Monate Treue. Super geil von dir. So, ist das der Stein hier, wo ich tauchen muss? Ja. Genau den richtigen gefunden. Also im Endeffekt muss man nur vom Pokémon Center aus immer weiter nach unten. Und schon kommt man genau an der richtigen Stelle raus. Ach ja. Ich brauche ja auch noch Stärke und Zertrümmerer. Gut, dass Eve einfach alles lernen kann. Frag mich nicht, wie Eve das alles zertrümmert hier. Er rollt einfach dagegen. Wenn ich jetzt noch Stärke lernen kann. Glaube aber nicht. Hä? Wie? Eve kann bestimmt auch fliegen. Ich denke nicht. So. Muss nur hoffen, dass ich irgendwann nach den Kämpfen auch wieder ein Pokémon habe, was Stärke lernen kann für das Stärkerätsel am Ende. Und Surfer für das Wasser. Weißt du zufällig, auf welchem Level Adrian hier drin ist? Danke.
Dann würde ich die eventuell gleich nochmal ein bisschen hoch machen, direkt vor Adrian. Weil das war jetzt ein Pokémon auf 36, also der geht ja dann voll. Das sollte, glaube ich, okay sein.